Hallo, ich bin Grimdor und das ist Episode 16 von Dick or Die und diesmal gibt's keine Entschuldigung für schlechtes Kommentieren, denn ich bin ausnahmsweise mal nicht erkältet, zumindest nicht richtig, bin höchstens ein bisschen heiser, weil ich so viele andere Episoden aufgenommen habe oder eben auch nicht aufgenommen habe, weil es nicht richtig funktioniert hat, aber jetzt wird, glaube ich, alles... Moment mal, wieso bin ich jetzt hier oben? Ich dachte, ich wäre letztes Mal noch runtergegangen. In der letzten Episode am Ende noch runtergegangen. Bis unter die Erde. Habe ich da nicht gespeichert? Moment mal. Ja, nee, anscheinend habe ich nicht gespeichert. Gut, dann müssen wir jetzt den gesamten Weg nochmal auf uns nehmen. Okay, das ist schon die erste Sache, die schiefgegangen ist. Und jetzt musste ich auch noch husten, obwohl ich gerade eben gesagt habe, ich bin nicht erkältet. Ja, okay. Der Start funktioniert schon mal wieder nicht optimal. Ich glaube, das blöde Jetpack können wir jetzt eben mal ausziehen. Brauchen wir im Moment nicht. Aber trotzdem, ich bin guter Dinge, dass es diesmal besser klappt als die letzten paar Male. Weil technisch scheint zumindest alles in Ordnung zu sein, auch wenn ich immer noch nicht fähig bin, ordentlich zu sprechen, offensichtlich. Aber das kann ich diesmal leider nicht der Erkältung in die Schuhe schieben, sondern ich bin einfach so schlecht. Ich meine, wenn ihr bis hierher durchgehalten habt, dann wisst ihr das wahrscheinlich, dass ihr von mir nicht sehr viel zu erwarten habt. Tja. Und wenn ihr trotzdem noch zuschaut, dann seid ihr selber schuld. So rum wollte ich sagen und habe auch da wieder versagt. Ich schaff's noch nicht mal, meine Zuschauer ordentlich zu beleidigen, ohne mich total zu blamieren dabei. Joa. Gut, jetzt sind wir wieder da, wo wir eigentlich letztes Mal schon waren. Und jetzt will ich wieder an den Ort, wo wir letztes Mal unsere Basis hatten, beziehungsweise eigentlich sollten wir schauen, jetzt speichere ich auf jeden Fall erstmal. Eigentlich sollten wir schauen, dass wir möglichst schnell diesen Stromgenerator bauen und dann auch den Teleporter, aber wahrscheinlich ist es schon besser, wenn wir jetzt erstmal, ich glaube, hier sollte ich mich reingraben vielleicht, hier runter. Ja, das ist besser, als dass ich mich direkt so von oben in meine Basis reingrab. Hier hatte ich die Basis aufgebaut. Da können wir ruhig mal ein bisschen mehr Planken hinbauen. Dann bauen wir auch jetzt wieder hier die Basis auf. Machen wir hier Platz für Reparaturtürme. Im Moment reicht es, wenn wir nur die kleinen aufbauen, weil die großen werden sowieso nichts nutzen. Die haben noch keinen Strom. Gut, machen wir hier noch ein bisschen frei. Da können wir eigentlich einen Block hinsetzen. Wir haben noch 4 Türme, da können wir ruhig verbrauchen. Keine Ahnung, stelle ich einfach da noch einen hin. Jo, so können wir es machen. Am besten mache ich hier drüber zu. Die kann ich auf jeden Fall hinbauen. Diese Lasertürme. Und jetzt schauen wir mal schnell, was wir noch im Inventar haben. Wir haben hier diese schweren Geschütztürme. Da baue ich jetzt einfach hier direkt drüber. 6 Stück, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5. So wäre es jetzt natürlich schön symmetrisch. Okay, lassen wir es erstmal bei 5. Machen wir da einen von den Maschinengewehrtürmen noch hin. Das ist kein Schaden. So dürfte das eigentlich schon ganz gut funktionieren. Oder wir machen den hier weg und machen das auf diese Weise symmetrisch. Jo. So mache ich es jetzt mal und speichere das gleich mal ab. Wo haben wir denn unsere Werkbank? Die ist eigentlich das Wichtigste. Ohne die können wir gar nichts tun. Ah, da ist sie ja. So, was brauchen wir denn so alles? Ja genau. Den Generator sollten wir auf jeden Fall bauen. Was bringt mir der denn eigentlich? Also wie viel Strom erzeugt der? Je höher der Druck, desto mehr Elektrizität. Ja gut, das kann vieles bedeuten. Wie viel wir dann konkret haben, das weiß ich jetzt nicht. Ah, da wäre auch ein Aufgang gewesen. Ah, der halbe Tag schon wieder vorbei. Ja, jetzt schauen wir mal, wie wir das machen hier mit dem Strom erzeugen. Das Beste wäre vermutlich, wir lassen das Wasser hier irgendwie runterfließen. Und fangen dann... Achso, ich müsste erstmal dieses Generator-Dings. Das sollte ich schon jetzt gleich mal bauen. Und am besten nehme ich mir die Werkbank auch gleich wieder mit.
Sie werden wahrscheinlich heute nicht mehr alles schaffen, dieses Staubecken oder was auch immer wir da machen, zu bauen. Beziehungsweise wir haben ja den Ozean über uns. Der ist ja schon ein Staubecken. Wir müssen nur das Wasser hier runterleiten. Trotzdem, das könnte jetzt schwierig werden, hier alles so zu bauen, wie ich mir das vorstelle, in dieser einen Episode. Soll ich wirklich jetzt hier diesen Weg zerstören und hier das Wasser reinleiten oder soll ich das lieber ein bisschen weiter drüben machen? Da sollten wir jetzt schon gründlich drüber nachdenken, ob das wirklich eine gute Idee ist, das direkt hier. Ja, aber das wäre halt direkt über uns. Wir können uns ja wieder neu runtergraben, das ist jetzt auch nicht so ein Ding. Doch, dann machen wir aber hier zu. Ordentlich zu. Nicht so, dass das irgendwie kaputt gehen und abfließen kann. Hier oben machen wir ebenfalls zu. Und dann sollten wir... Ja gut, wir müssen hier aufmachen. Und zwar während wir noch drin sind. Ich glaube, das wird schon passen. Achso, ich hätte vielleicht zuerst unten den Generator hinmachen können, aber was soll's. Achso, ich hatte unten noch gar nicht zugemacht. Ich dachte, ich hätte unten schon zugemacht. Hatte ich offensichtlich nicht. Aber das ist jetzt auch kein Problem, weil das Wasser vereist sowieso sofort. Oder fast sofort. Ja gut, jetzt ist halt wirklich der Weg abgeschnitten nach unten. Das hatte ich jetzt so nicht geplant. Ja, das... Ja, okay, das war jetzt maximal dämlich eigentlich, wie ich das hier angestellt habe. Aber okay, das war nicht anders zu erwarten. Habe ich jetzt die Werkbank mitgenommen oder nicht? Achso, ja, habe ich tatsächlich. Gut. Dann schauen wir mal. Wo ist denn das Ding, was wir brauchen? Das habe ich jetzt noch nicht gebaut, oder? Bin ich so verwirrt, dass ich das gebaut habe, ohne es zu merken? Wir haben auf jeden Fall alles, was wir brauchen dafür. Und da ist es. Das wird jetzt unser Generator. Den bauen wir direkt dahin. Oder vielleicht, nee, den hätte ich eigentlich noch eins weiter nach oben bauen sollen. Nehmen wir mal das da raus. Nehmen das hier mal weg. So, und genau, dann machen wir hier nochmal zu, machen das hier weg. Bauen den Generator dahin. Und jetzt müsste der eigentlich auch schon funktionieren, oder wie genau läuft denn das mit dem Generator? Muss der erstmal irgendwie an eine Pumpe angeschlossen werden oder so? Wie funktioniert das Ding nochmal? Ich habe vergessen, wie das läuft. Nee, so hilft mir das nichts. Lass nochmal sehen. Muss von einer Seite zur anderen fließen. Ach, das muss seitlich fließen. Okay, machen wir hier mal zu. Bauen wir hier ab. Bauen hier weg. Ah ja, okay. Der hat Strom, solange er hier das Wasser fließen lassen kann. Aber da müssen wir hier irgendwie, dann brauchen wir irgendwie eine ordentliche Öffnung. Weil wenn das hier vereist ist, dann kann das Wasser nicht durchfließen. Und dann funktioniert da gar nichts. Und hier unten ist das quasi unmöglich, weil... Ach ja... Kann ich das nicht irgendwie schließen oder so? Hier unten ist das unmöglich quasi. Weil das Wasser sofort vereist. Wir müssen das viel höher bauen. Was ein bisschen nervig ist, aber geht jetzt halt nicht anders. Also wird dann doch sehr viel komplizierter, als ich zunächst dachte. Beziehungsweise zunächst dachte ich, es wird sehr kompliziert. Dann dachte ich, es wird einfach und jetzt denke ich wieder, es wird kompliziert. Also, ja, wie auch immer. Gut, also was wir bis jetzt gemacht haben, war eigentlich totaler Mist. Jetzt müssen wir das nochmal neu konzipieren, aber eigentlich habe ich auch schon gar keine Zeit mehr, das jetzt vernünftig zu machen. Vielleicht soll ich einfach hier oben das Ding hinbauen. Dann müsste ich jetzt hier aber ganz, ganz viel Zeug abbauen. Weil es uns alles viel zu schnell abfließt. Ich bräuchte... Ach, das funktioniert so alles nicht. Das ist Bullshit, wie ich mir das... Und jetzt habe ich alles volllaufen lassen. Und bin auch noch mitten in der Pampa oder irgendwo. Oh verdammt. Ja, gut. Jetzt muss ich irgendwie schauen, dass ich hier runterkomme. Zu meiner Basis. Und mich möglichst nicht durch die Reparaturtürme durchgrabe.
Ja, ich bin ja gleich da, Emils Viecher. Also dieser erste Versuch ist gescheitert. Ich habe das nicht richtig durchdacht, dass ich da ja das Wasser durchfließen lassen muss und das hier feststeckt dann in diesem Eisbiom. Dass das ja gar nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Ja, diese Blitzkanone ist schon ganz cool, weil da kann ich jetzt schon da unten die Viecher quasi angreifen, wenn sie noch gar nicht in Schussweite sind. Also mit anderen Waffen in Schussweite, weil ich überhaupt keine Schusslinie habe. Aber wahnsinnig viel Durchschlagskraft hat sie halt nicht. Das muss man schon auch dazu sagen. Aber sie richtet schon genug Schaden an, dass dann die Türme die Viecher relativ leicht erledigen können. Ja. Sie verletzt sie schon recht heftig. Und das reicht dann im Normalfall schon. Ich könnte jetzt auch noch weitere Lasertürme bauen, aber es ist im Moment nicht mal nötig. Ja, also die Verteidigung funktioniert sehr gut hier. Aber wie ich das jetzt machen soll, mit dem Strom generieren, das weiß ich noch nicht so wirklich. Weiter oben wäre es vielleicht doch leichter gewesen, überhalb des Ozeans einen Teleporter zu bauen. Weil da hätte das Wasser zumindest nach unten abfließen können. Und von oben kam ja dann doch so einiges an Wasser. Im Regelfall. Das hätten wir schon irgendwie so steuern können. Aber, na. Jetzt weiß ich halt nicht, sollen wir das irgendwie schauen, wie wir das konstruieren oder... Ich meine, im Prinzip lebe ich jetzt hier auch ganz gut mit dieser Basis. Habe ich jetzt aber... Oh, verdammt nochmal, Habe ich meine Werkbank oben stehen lassen? Ich glaube fast, das habe ich. Und, verflucht. Ja, da drüben. Irgendwo da drüben. War der Ort, an dem das alles passiert ist. Ja, jetzt habe ich mir meinen Weg kaputt gemacht eigentlich. Ohne... Moment, ist die Werkbank in meinem Inventar? Ah, okay, ich habe sie schon im Inventar. Ach, bin schon wieder eingefroren hier drin. Ja, jetzt habe ich den Weg hier kaputt gemacht, den ich die ganze Zeit benutzt habe, ohne irgendwas dabei zu gewinnen. Ja, also das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Vielleicht sollten wir einfach abwarten, was wir sonst noch für Möglichkeiten bekommen, Strom zu erzeugen. Vielleicht ist das mit dem Wasserkraftwerk eigentlich... Ja, vielleicht sind wir da jetzt auch schon zu spät dran quasi, um das noch zu bauen. Das wäre zu einem früheren Zeitpunkt im Spiel wahrscheinlich nützlicher gewesen, als wir noch überhalb des Ozeans irgendwie unterwegs waren. Wahrscheinlich kann ich diesen Schritt jetzt einfach überspringen. Es ist ein bisschen schade, dass ich das dann nicht zeigen kann, wie komplex das eigentlich ist, so einen Stausee zu bauen und so weiter. Aber es lohnt sich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Wir sind so gut durchgekommen. Und wir können ja jetzt so ein anderes Dings da, sowas hier. Weil wir sehen jetzt hier auf dieser Stufe, da gab es glaube ich andere Kraftwerke. Thoriumreaktor. Thoriumreaktor. So, liefert 5 kW. Ich brauche bloß Thorium dazu, oder? Was brauche ich? Titan, Thorium und einen starken Teilchenemitter. Okay, das könnte ein bisschen schwierig werden. Oh, vielleicht brauche ich den Reaktor auch für die Rakete. Wir sollten nicht vergessen, dass unser Ziel in diesem Spiel ist, diese Rakete zu bauen und von diesem Planeten zu entkommen. Das ist eigentlich die Zielsetzung. Und dann ist das Spiel vorbei. Und wir sehen jetzt, wenn wir hier auf Stufe 5 sind, dann sind wir quasi im Endgame des Spiels. Ah, da gibt es schon interessante Sachen. Vielleicht sollten wir einfach mal die Sache mit dem Teleporter vertagen. Mal schauen, was wir sonst dann noch... was jetzt noch so kommt einfach. Und ob wir das Ding überhaupt brauchen. Ach, Quatsch da. Und vielleicht sollten wir einfach mal weiter nach unten schauen. Weil dort unten hatten wir schon ziemlich wertvolles Material gefunden. Irgendwann mal. Wir konnten es nur bisher nicht abbauen, aber jetzt können wir das. Da, seht ihr? Das muss schon irgendein Metall sein, das wir bislang noch nicht hatten. Titan, genau. Dann schauen wir erstmal, was wir jetzt hier so finden, was wir damit so bauen können. Und dann können wir immer noch entscheiden, ob wir da irgendwie schauen müssen, dass wir so einen Teleporter bauen.
Oder ob wir das alles auch anders hinbekommen. Könnt ihr natürlich auch versuchen, ein Kraftwerk oberhalb des Ozeans zu bauen und dann den Strom runterzuleiten. Oh, das wird jetzt vielleicht gefährlich mit diesen Viechern hier. Aber ich schätze, das müssen wir jetzt einfach mal riskieren, die anzugreifen. Aber verdammt, ich sollte natürlich nicht ständig daneben schießen. Probieren wir es mal mit dem... oh nein, die töten mich sofort. Ich schieße wieder daneben und nochmal daneben und verdammt, das nimmt mehr als 200 Schaden. Verdammt, jetzt ist es tot. Scheiße, ich bin auch schon fast tot. Ich kann das nicht auf einen Schuss töten, nicht mal mit dieser Waffe, nicht mal mit der stärksten Waffe. Verdammt. Das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Wow. Okay. Wir laden also nochmal. Und was wir jetzt machen ist, wir gehen da ganz vorsichtig runter. Oh nein, 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 ihr nicht, ihr nicht. Nicht so. Wir gehen da ganz, ganz vorsichtig runter. Und hauen sofort ab, wenn uns da irgendwas in die Quere kommt. Von irgendeins von diesen großen Viechern. Weil ich glaube fast, wir brauchen da bessere Ausrüstung, um mit denen konkurrieren zu können. Aber dieses Titan hier, das will ich schon abbauen. Wir müssen dann sofort die Flucht ergreifen, aber dafür sollte ich gleich mal Plattformen bauen. So, so. Gut, gut. Das dürfte funktionieren. Kein zu großes Risiko eingehen. Sobald ich hier genügend Zeug abgebaut habe, gehe ich mal wieder hoch und schaue, was ich damit machen kann. Naja, gut. Mit 10 Stück Titan oder so, da kann ich wahrscheinlich noch nicht... Oh nein. Wo kam das jetzt her? 9 Stück Titan habe ich nur. Und dann kam dieses blöde Viech. Zu wenig Plattform. Damit... Nee, das ist auch so ein großes Viech. Ich dachte, das wäre nur ein kleines, aber nein. Verdammt. Kommt mir das jetzt nach bis oben? Wenn ja, dann haben wir ziemlich die Arschkarte. Komm schon, ich bin schon ewig weit weg von dir. Was willst du denn jetzt noch? Vielleicht bauen wir erstmal unsere Verteidigung aus hier, bevor wir irgendwas anderes machen. Was ist das denn? War das ein Kro... Nein, das war nur eine ganz normale Ameise. Gut. So, dann schauen wir mal. Was können wir denn hier noch bauen? Von diesen Dingern erstmal gar nichts. Ein bisschen Titan haben wir eingesammelt, aber nicht genug, um hier wirklich was zu machen. Vor allem haben wir die anderen Zutaten nicht, die anderen Materialien nicht. Basalt. Kürzlich erstarrte Lava, das hätten wir im Vulkan abbauen müssen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es das hier unten gibt. Und das ist blöd, da müssen wir wieder hoch und das Zeug abbauen. Das ist scheiße. Wobei, das dient jetzt eigentlich nur dazu, hier das umzuwandeln in irgendwelches Metall. Kommen wir vielleicht auch so klar. Ja, wir konnten das beim letzten Mal nicht abbauen im Vulkan, weil wir da unseren Miniaturisator nicht abgegradet hatten rechtzeitig. Gut, bauen wir jetzt einfach nochmal zwei. Mindestens zwei von diesen Dingern. Und das dürfte schon ein bisschen was helfen. Was haben wir denn hier noch? Instabile Edelsteinstücke. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Keine Ahnung, wo man die findet. Vielleicht gibt es da noch irgendwo einen anderen Boss, wobei... Ach, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, also die machen schon ordentlich Schaden, diese Dinger. Das passt schon. Aber hier sowas, Flammenwerferturm, das wäre natürlich schon auch cool. Aber da brauchen wir noch ziemlich viel Lavablume. Vielleicht gibt es Basalt auch hier unten noch irgendwo, wenn wir noch tiefer gehen. Aber im Moment fühle ich mich dazu nicht wirklich im Stand. Wir brauchen ein Saphir und noch ein bisschen Titan. Dann können wir diesen Schutzschild bauen und dann können wir es vielleicht mit diesen Viechern aufnehmen.
Also war ich jetzt schon ziemlich nah dran, das zu schaffen eigentlich. Ja. Gut, gehen wir mal wieder runter. Das eine Viech hat sich inzwischen verdrückt. Die Ameisen haben sich nicht verdrückt, aber mit denen komme ich klar. Gut, jetzt hätten wir genug Titan schon mal. Da unten ist Saphir. Den müsste ich jetzt ganz schnell holen. Und dann ganz schnell abhauen. Ja, das sieht gut aus. Jetzt müssten wir genug Zeug haben für diesen Schutzschild. Das ist doch der richtige Weg, oder? Ich könnte auch hier mal eine Plattform hinbauen, das wäre kein Schaden. So und so, dass ich da leichter hochkomme. Auch hier. Ja. Perfekt. So, Schutzschild. Zeigt den Abschluss des Magnetfeld um den Spieler, das die Hälfte deiner maximalen Gesundheitspunkte von Projektilen absorbiert. Aufladezeit 2 Sekunden. Okay, das muss man ein- und ausschalten. Wo tue ich das hin? Da, wo jetzt der Autoreparaturturm ist am besten. Bauen wir es erstmal. Wo habe ich es denn? Hier. Aufladezeit 2 Sekunden und was dann? Okay, jetzt, ich glaube, das ist jetzt schon automatisch aktiviert. Ja, man sieht's. Gut, speichern wir das mal. Keine Ahnung, wie viel das wirklich nutzt. Was brauchen wir denn sonst noch so? Ich meine, im Grund brauchen wir jetzt alles, was es hier unten gibt. So ziemlich alles. Wo man dieses ganze andere Zeug hier findet, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Ja, ich meine, okay, von diesen Sachen habe ich ja das meiste schon. Aber das hier zum Beispiel, Herz des seltsamen Steins? Keine Ahnung. Könnte auch sein, dass man das irgendwo ganz anders findet. Lavaspinnen. Okay, das sind wahrscheinlich Lavaspinnen, was wir da unten schon getroffen haben. Das ist dann quasi so der härteste Mob-Gegner wahrscheinlich im Spiel. Nehme ich mal an. Ich glaube, härter wird es nicht mehr. Wir sind wirklich schon ziemlich im Endgame. Ich schaue noch mal kurz ein bisschen runter. Riskiere es mal, um zu sehen, ob hier noch irgendwas ist, was ich gerade eben... wie ist denn hier? Metalldetektor. Okay, da unten ist irgendwas sehr, sehr Wertvolles, aber da kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht ganz hin. Kann trotzdem schon mal ein bisschen zu graben anfangen. Oh, da. Seht ihr das ganz unten links in der Ecke? Da ist irgendwas Besonderes. Da gehen wir nachher hin. Jetzt schaffen wir das aber nicht mehr. Wir sollten gleich wieder zurück. Grab nur schon mal ein bisschen vor. Und dann von hier ab müssen wir dann nach unten. Oh, und da ist noch Titan. Okay, aber jetzt gehe ich erstmal wieder hoch. Und zwar möglichst schnell. Bevor das hier scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Die durften mich eigentlich gar nicht angreifen, weil von denen habe ich noch gar keins getötet, glaube ich. Oh je. Ja, ich hätte ein bisschen schneller sein sollen. Ich weiß nicht, ob die Lava-Dinger da mich jetzt verfolgen. Eigentlich durften sie das nicht. Nee, das sind ganz normale rote Fliegen oder dunkle Fliegen. Mit denen werde ich fertig. Ja, meine Türme räumen hier auch ganz gut auf. Da brauche ich gar nicht viel zu tun. Ich komme hier ganz gut durch. Mit dieser Verteidigung. Ganz ohne Strom. Oh, verdammt. Da hätte ich jetzt dann doch mal ein bisschen besser zielen sollen, aber was soll's. Ja, doch, mit denen werden wir fertig. Aber wie gesagt, wenn dann mal die roten Lavaspinnen kommen oder wie auch immer das Zeug heißt, dann könnte es schon nochmal schwierig werden. Wie gesagt, die nehmen 200 Schaden oder noch mehr. Ich
Ich konnte den nicht mit einem Schuss töten. Nicht mal mit dieser heftigen Waffe hier. Vielleicht sollte ich nochmal schauen, dass man noch so, was es noch so an Waffen gibt, die ich bauen könnte. Und natürlich auch, was es noch so an Türmen gibt, die ich bauen könnte. Aber die meisten brauchen halt Strom und den habe ich hier unten nicht. Ja gut, aber mit dieser Waffe und den Türmen dürfte ich mich eigentlich schon verteidigen können in meiner Basis. Das dürfte schon noch funktionieren. Und den Schild habe ich jetzt auch. Der ist ja nicht so übel. Der hat mir hier, glaube ich, gerade eben schon das Leben gerettet. Ja, und dann haben wir es jetzt auch gleich geschafft. Den hier noch. Zack, weg. Speichern wir das mal. Gut. Die Werkbank nehme ich mal lieber mit. Wer weiß. Und dann bauen wir jetzt das Zeug da unten ab, was wir da gerade eben gesehen haben. Hoffentlich, oh, hoffentlich sind nicht zu viele in unserem Weg. Na, 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 na. Okay, da hat jetzt das Ding hier nicht so wahnsinnig viel genutzt, oder? Oder hatte ich das gerade gar nicht aktiviert? Ich kapiere noch nicht so richtig, wie das funktioniert, ehrlich gesagt. Ich brauche irgendwann mal eine bessere Waffe als diese hier, diese starke Plasmakanone oder wie auch immer. Überladenes Plasmagewehr. Ich brauche da irgendwann mal was Besseres. Und ich mache mir hier mal einen zweiten Fluchtweg hin. So. Falls da irgendwie was rumkrabbelt, dass ich dann hier rum kann. Und jetzt hoffen wir einfach, dass wir nichts treffen. Wenn wir das hier abbauen. Dass die einfach mal alle ruhig sind. Und uns in Ruhe hier unsere Arbeit machen lassen. So. Ja, da müssen wir runter. Ich speichere nochmal schnell ab. Weiß nicht, was das hier für ein Zeug ist. Aber das sieht wertvoll aus. Okay, runter mit uns. Was haben wir hier? Schwefel. Okay. Schwefel, da hatte ich jetzt irgendwie was Spektakuläreres im Sinn, aber okay. Ist auf jeden Fall was Neues. Und da haben wir nochmal ein Saphir. Was ist das hier? Was ist das? Thorium. Das ist Thorium. Das brauchen wir ganz, ganz dringend. Leider kommen uns diese Viecher da unten in die Quere. So, machen wir das hier mal zu. So. Na, jetzt hoffen wir, dass die uns nicht nachkommen. Speichere nochmal. Und jetzt renne ich einfach weg. Und scheiße, da sind welche im Weg. Da sind viele im Weg. Aber ich laufe einfach mal. Möglichst ohne was zu töten. Früher oder später werde ich mich mit ihnen anlegen müssen. Aber wenn ich es jetzt noch vermeiden kann für einen Tag oder zwei, dann umso besser. Okay, und wir haben es geschafft. Es ist sogar noch verdammt früh am Tag. Aber viel mehr will ich jetzt gerade gar nicht machen, sondern wir schauen jetzt erstmal, was wir tun können. Na, wir haben zu wenig Schwefel, wir brauchen viel, viel mehr davon. Um diesen Flammenwerfer hier zu bauen. Brauchen wir auch Lavaspinnenzünder und Lavafledermauszünder. Wir kriegen es auch noch mit Lavafledermäusen zu tun. Okay, da kommt also schon noch was Stärkeres als diese Spinnen. Ah, ah, ah. Na gut, Höllenhundhorn. Haben wir die auch noch nicht gefunden, die Höllenhunde. Ja, da kommt doch noch einiges auf uns zu wahrscheinlich. Okay. Also können wir jetzt damit gar nichts bauen, oder wie? Thorium, wir haben ein bisschen Thorium. Aber für den Reaktor reicht es noch nicht. Hier brauchen wir auch noch die starken Teilchen in der Mitte. Die haben wir sowieso nicht. Gibt es nichts anderes, wofür wir Thorium brauchen, oder was? Da, doch hierfür. Die Kampfdrohne. Okay. Die Laserdrohne haben wir anscheinend schon. Ich weiß nicht, wo die eigentlich... Ah, da oben. Die verwende ich nur irgendwie nie. Doch, die bauen wir jetzt mal, die Kampfdrohne.
Titan haben wir genug. Dann ist halt unser Thorium aufgebraucht, aber mein Gott. Das ist dann halt so, das brauchen wir sowieso nicht für so viele Sachen, sondern eigentlich nur für den Reaktor hier. Und solange wir diese andere Zutat hier nicht haben, dann brauchen wir da auch nicht drauf zu sparen. Also dann machen wir die Kampfdrohne. Und die tun wir jetzt mal hierher. Und können wir sie jetzt irgendwie aktivieren? Ja, jetzt ist sie aktiviert. Oh verdammt, jetzt habe ich hier versehentlich was gebaut, aber na, was soll's. Nicht so schlimm. Okay, besser als gar nichts. Immerhin haben wir eine Kampfdrohne. Speichern wir mal. Und sonst viel geht jetzt aber nicht, oder? Oh verdammt, ich muss niesen. Ne? Na? Ach, doch nicht. Tiefenholz. Okay, wir müssen, glaube ich, ein bisschen mutiger werden. Und uns einfach mit diesen Spinnen anlegen, sonst wird das hier nichts. Also schön. Probieren wir es einfach mal aus. Wir speichern das nochmal, gehen ein bisschen runter, töten mal eine von den Spinnen und dann schauen wir mal, wie schwierig die Nächte wirklich werden. Aber eine bessere Waffe könnten wir schon irgendwie gebrauchen, oder? Das wollte ich ja eigentlich gerade noch machen. Schauen wir doch nochmal schnell, ob es da nicht irgendeine Waffe gibt, die wir... Nee, von den MK5-Waffen können wir keine bauen. Aber da oben waren doch auch noch Waffen, die wir... Achso, da brauche ich diesen instabilen Edelstein, von dem ich nicht weiß, wo er herkommen soll. Ja, Mist. Aber was wir noch machen können, wir bauen nochmal zwei von diesen Dingern. Zur Sicherheit. Na? Jetzt ins Inventar. Da noch einen hin. Und da noch einen hin. Ja, das dürfte die Sache ein bisschen sicherer machen. Das nehme ich mal mit. Nochmal kurz speichern und jetzt. Jetzt nehme ich wirklich all meinen Mut zusammen. Hat ja keinen Sinn sonst. Wir brauchen sowieso Überreste von diesen Viechern. Da müssen wir sowieso einiges einsammeln. Also wir müssen uns einfach mit denen anlegen. Es geht nicht anders. Und wir müssen auch hier das ganze Zeug erkunden, also wir müssen sie irgendwie in den Griff bekommen. Ah, das ist nur unsere Kampfdrohne. Ja, also zwei Schüsse mit dieser Waffe brauchen die und man muss natürlich auch noch treffen dazu. Okay, jetzt haben wir eins getötet. Die nächste Nacht warten wir dann noch ab und dann ist diese Episode hier eigentlich auch schon vorbei. Ja gut, die Kampfdrohne, die bringt schon was. Die richtet, glaube ich, 38 Schaden pro Schuss an. Das ist schon was wert. Ja, und wenn ich dann auch treffe, dann kommen wir da wenigstens mit einzelnen Viechern relativ gut klar. Und da hat jetzt auch schon eins was fallen lassen. Das ist gut. Teilchenemitter, leider nur ein kleiner Teilchenemitter, kein großer. Okay, Kampfdrohne, hilf mir. Da muss ich mal Plattformen reinbauen. Das dürfte reichen von der Höhe her, oder? Ja, passt. Bauen wir uns doch einfach mal da runter, wieso nicht? Wieso nicht? Sollen sie doch kommen. Kommt doch. Ich warte auf euch. Ich habe keine Angst mehr. Oh, ich hätte vielleicht Angst haben sollen. Nein, wir haben es geschafft. Dank Kampfdrohne. Du kannst auch noch kommen, du Mistvieh. Mach mal hier weg den Stein, damit ich mehr Platz habe. Mein Schild hält auch ganz gut stand. Ich weiß nicht, worauf das Viech jetzt, die Drohne jetzt geschossen hat. Da müsste irgendwas oben gewesen sein. Ja, da ist auch was. Ah, sehr schön. Aber es hat leider nichts liegen lassen. Ja, sollen wir uns jetzt einfach tiefer graben oder was sollen wir machen? Wir müssen aber sowieso bald wieder zurück. Es ist nur noch eine Minute. Ah, verdammt. Ich will noch ein bisschen diese Viecher jagen. Weil genau, dieses Zeug hier, das brauche ich. Also so ziemlich alles, was die hier liegen lassen, brauche ich. Das auch was liegen lassen? Ja, noch ein Teilchen in der Mitte.
Vielleicht kann ich dann damit schon was anfangen, aber jetzt drehen wir erstmal wieder um, würde ich sagen. Warten wir die Nacht ab, ob ich dem wirklich gewachsen bin. Ich hoffe es mal, aber so richtig toll ausgerüstet ist meine Basis jetzt nicht, weil ich eben... Ach verdammt, ich dachte, es wäre tot. Also so richtig toll ausgerüstet ist meine Basis nicht, weil ich ja eben keinen Strom habe. Nach wie vor. Na komm, das müsste... Ja, genau, das hat meine Kampfdrohne geschafft. Noch 17 Sekunden. Naja, da sollten jetzt schon langsam mal schauen, dass wir hier wegkommen. Oh, verdammt nochmal, sind das viele auf einmal. Und nur noch eine Sekunde und wir sind ein bisschen spät dran. Ein bisschen. Okay, schauen wir, dass wir schnell zurückkommen. Das dürften wir gerade noch so schaffen. Bevor es wirklich ernst wird. Ja. Entschuldigung. Aber jetzt mit diesen zusätzlichen Türmen und mit der Kampfdrohne dürften wir es schaffen. Hoffe ich zumindest mal. Da kommen jetzt auch nicht so wahnsinnig viele von diesen Dingern hier, von den gefährlichen. Sondern nur so ein paar vereinzelte zusätzlich zu den anderen. Das müsste gehen. Also bislang kommen wir ganz gut durch. Ups. Ups. Ja, aber da muss ich schon aufpassen. Da muss ich schon mithelfen. Damit das hier nicht schlecht ausgeht. Ja, aber die Kampfdrohne, die... Ja, wobei sie macht gar nicht so viel. Sie schwebt einfach bloß hier rum, weil sie nicht in Reichweite ist. Aber falls irgendeins von diesen Viechern uns mal zu nahe kommen sollte, dann wird die schon ganz ordentlich demjenigen Viech einheizen. Ja, doch, die Türme, die helfen da schon sehr gut mit. Da kommen jetzt zwei auf einmal. Aber das war kein Problem. Einen Schuss habe ich gebraucht und dann eben die Türme. Das ging sehr gut. Ja, doch, wir kommen hier sehr, sehr gut zurecht. Bislang. Und die Nacht ist auch schon bald vorbei, also das dürfte jetzt keine Schwierigkeit sein. Ja, die Türme kommen da zum Teil sogar allein zurecht. Solange es nicht zu viele auf einmal sind. Und mit meiner Mithilfe ist das überhaupt kein Problem. Warten wir noch kurz, bis die hier abgeschossen sind. Und dann schauen wir nochmal, ob wir schon irgendwelches Zeug bauen können. Aber ich glaube, da haben wir noch nicht genug eingesammelt. Die, die in der Nacht angreifen, die lassen ja blöderweise nie die Material zurück. Also nichts außer Blut. Das ist immer ein bisschen schade. Aber okay. Schauen wir mal, was haben wir denn eingesammelt? Da drei Stück davon, da bräuchten wir noch ein paar mehr. Und ja, okay, wir bräuchten sowieso noch Lichtonium. Gibt ein helles Licht ab, vermutlich genug, um Solarzellen zu betreiben. Das wäre verdammt cool. Wenn ich hier unter der Erde Solarzellen betreiben könnte, das würde mir viel, viel helfen. Ich weiß ja aber natürlich nicht, wo ich das finden kann. Also, hilft mir das jetzt nicht sehr viel. Davon habe ich vier und fünf brauche ich von den kleinen Teilchen-Emittern. Aber da fehlt mir dann noch der Höhlenbusch. Habe ich auch keine Ahnung, wo es den gibt. Aber gut, wir haben so ein paar Zutaten gefunden. Die wir, oh, tödliches radioaktives Blut, das brauchen wir offensichtlich auch. Ja, okay. Okay, so ein bisschen was haben wir gefunden. Aber wir können noch nicht viel damit anfangen. Wir müssen einfach noch weiter erkunden hier unten. Man sieht ja auch, da gibt es noch jede Menge Material, das wir noch überhaupt nicht kennen. Dämonenhaut, oh, das klingt nicht gut. Gut, aber für diese Episode soll es mal genug gewesen sein, würde ich sagen. Dann sage ich, ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Euer Grimdor.